Peace by Peace mit Silke Liniewski. Herzlich willkommen zu Peace by Peace. Wir sind zu Gast in dem wunderbaren Garten von Jumana Matukat. Die ist direkt bei mir und wir starten mit dem ersten Teil Peace by Peace mit Jumana. Jumana, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Schön, dass ihr gekommen seid. Magst du dich ein bisschen vorstellen und erzählen, was du so treibst in deinem großen, bunten Leben? Also ich bin Jumana, hast du schon gesagt, genau. Ich bin 40 geworden im letzten Jahr und habe 2 Kinder, die sind 10 und 7 Jahre alt und habe ein Buch geschrieben, Mami ist das vegan, in dem beschreibe ich, wie es so ist, vegan zu werden, wenn man noch eine Familie hat und die vielleicht erstmal nicht ganz so begeistert davon ist, von der neuen Ernährung. Und dann habe ich My Private Vegan Restaurant mit Stefan, mit meinem Mann. Und da laden wir Menschen zu uns nach Hause ein und bekochen sie mit einem 3-Gänge-Menü, vegan und in Bio-Qualität und lernen ganz, ganz tolle neue Leute dort kennen. Das ist sozusagen auch ein bisschen die, das Happy End von Mami ist das vegan. Da sieht man dann, dass es gut ausgegangen ist, die ganze Geschichte. Und dann bin ich noch Beraterin in Herzensangelegenheiten. Also das heißt, Menschen können mit ihren Themen zu mir kommen und ich versuche, die richtigen Fragen zu stellen, damit sie die Lösung in sich finden. Also das heißt, du machst Beratung, Coaching? Genau. Okay, richtig, ja. Genau. Magst du so ein bisschen erzählen, wie der Weg von eurem veganen Start war bis zu eurem Private Restaurant? Ja, also das war erstmal, ist ja jetzt schon eine Weile her, aber der Start war ziemlich schwierig, ne? Weil das wirklich so einen Konflikt aufgeworfen hat, dass ich dann erstmal nur für mich vegan gekocht habe und für die Kinder eben anders, also vegetarisch und dann Stefan eben noch Fleisch gegessen hat und wir dann irgendwie 1000 verschiedene Gerichte an einem Tisch hatten und eigentlich meistens mit so einem Gesicht da saßen, weil das natürlich ein richtiger Konflikt auch war, weil ich eben da auch gerade recherchiert hatte und rausgefunden habe, was eigentlich alles mit den Tieren passiert und mir eben ganz elend ums Herz war. Und dann auch gleichzeitig so diesen Vorwurf auch ein bisschen transportiert habe, so wie kannst du eigentlich noch Fleisch essen? Und das ist natürlich nicht sehr schön, so am Familientisch zusammenzusitzen. Und dann hat sich das einfach so gewandelt. Also ich habe mehr so für mich rausgefunden, okay, es geht ja darum, dass ich mich vegan ernähre. Und das einfach nur für mich entscheiden kann. Und was andere Menschen machen, ist ja ihre Angelegenheit. Und Stefan hat natürlich auch ein bisschen mitbekommen, warum ich mich so entschieden habe. Und hat eben auch so ein bisschen geschaut, wie das für ihn eigentlich dann so ist, ne? Und irgendwie haben wir uns dann zusammengefuddelt, würde ich mal sagen. Und sind jetzt so bei der Lösung oder bei dem Stand, dass wir zu Hause fast ausschließlich Veganes im Kühlschrank haben und auf dem Tisch und die anderen 3 eben auswärts vegetarisch unterwegs sind. Genau. Und wie ist der Rest in eurem Leben? Ist das alles vegan? Also mal angefangen bei Schuhen, aufgehört bei Creme und Zahnpasta? Ja, also das sind auch tatsächlich vegane Schuhe. Ich kaufe keine Ledersachen mehr, ne? Die ganze Kosmetik ist auch komplett vegan und Pelz kam bei mir jetzt sowieso nicht so wirklich in Frage. Mir fällt gerade gar nichts anderes mehr ein. Inzwischen ist es für mich so selbstverständlich geworden, dass ich ich bemühe mich, komplett vegan zu leben und versuche eben, soweit ich das überblicken kann, auch keine tierischen Produkte zu kaufen. Also jetzt auch keine Daunenfedern oder auch Wolle kaufe ich nicht. Mhm. Also das sind so die Dinge, die mir jetzt gerade einfallen. Und geht da der Weg noch weiter? Also kommt demnächst noch ein veganes Kochbuch von dir raus? Was erwartet warum uns? Eigentlich nicht? Ne? Also ich habe da schon so eine Idee, ist aber noch ein ungelegtes veganes Ei. Genau. Also ja, mal schauen, was da noch so kommt. Also mit diesem Private Vegan Restaurant sind wir schon ganz glücklich. So, das ist wirklich eine ganz schöne Sache, um andere Menschen auch so ein bisschen da einzubinden
Und vegane Vorträge halte ich halt auch, zum Beispiel auch in Schulen oder so. Und oder auf Messen oder, ne, oder auch, ich werde halt auch eingeladen, um mit meinem Buch mein Buch vorzustellen oder so. Also das ist schon so richtig drin halt so im Alltag irgendwie. Also dafür stehst du einfach ja, komplett. Total, ne? Genau. Ist schon in Fleisch und Blut übergegangen. Genau. Schon richtig voll integriert ja. quasi. Genau. Ja, schön. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du tatsächlich den Menschen mit veganer Lebensweise oder eben diese nicht komplett vegan leben, einfach gerne mitgeben? Also was ich mir schon wünsche, ist, dass jeder doch zumindest mal da ein bisschen drüber nachdenkt, so über sein Essverhalten. Also ich finde es halt einfach schade, wenn man einfach die Scheuklappen aufsetzt und weitermacht wie immer. Mhm. Wenn man zumindest einmal, also bei mir war ja der Auslöser, dass ich mir diese Videos nicht anschauen konnte. Ne? Mhm. Das Schlachthäuser aus Glas von Paul McCartney, also ne, dieser Ausspruch von Paul McCartney, wenn Schlachthäuser aus Glas wären, dann wären alle Menschen Vegetarier. Und diesen Film konnte ich mir eben nicht anschauen und dann habe ich so für mich gesagt, nee, wenn ich das nicht kann, dann kann ich eigentlich nur Fleisch essen, weil ich ignoriere, was passiert. Ne? Mhm. Und das fand ich dann für mich nicht mehr stimmig. Und ich finde, wenn man eben diese ganzen Videos und Filme, Videos und Fotos nicht anschauen kann, dann geht es ja nicht darum, diese Fotos und Videos nicht anzuschauen und wegzuklicken, sondern einfach sich zu überlegen, woran liegt es, dass es das gibt, ne? Dass es dieses ganze Tierleid gibt. Und dass man sich zumindest die Fakten klar macht. Und wenn dann jemand danach sagt, okay, mir ist das total wurscht, hat mir auch tatsächlich schon mal jemand gesagt und dann habe ich gesagt, du bist wenigstens ehrlich. Also wenn dir das wirklich egal ist, alles klar. Das finde ich fast schon, also ne, das ist zumindest nicht so verlogen, obwohl ich das natürlich auch alles kenne. Ich habe ja auch ein ganzes Jahr gebraucht, um von vegetarisch auf vegan umzustellen und das, obwohl ich eben immer wieder dieses Bild hatte von den Kälbern, die von den Müttern getrennt werden und mir dann jedes Mal so ein Kloß in den Hals kam und dann hat es endlich irgendwann dazu gereicht, dass ich mein Verhalten geändert habe. Von daher habe ich natürlich auch immer noch Verständnis dafür und trotzdem wünsche ich mir vor allem, dass man einfach mal hinguckt so. Genau. Okay. Das war der erste Teil von Piece by Piece mit Jumana Matukat über die Fakten zur veganen Umstellung, zu allem, was Jumana in ihrem Leben so macht. Und wir machen im zweiten Teil weiter mit den schönen Dingen im Leben und nicht den bösen Fakten.